Schön ist, man kann die am Hinter, also hintenrum kann man die schön mitnehmen, ohne dass man wirklich irgendwie Speed verliert. Also genau hier. So. Oh nein, ich bin runterfallen. Wie habe ich das denn geschafft? So. Okay. Hätten wir das Kistending schon mal. Können wir hier nachher auch direkt die das Goldrelikt holen. Und dann wäre das Level auch schon komplett fertig. Ja, ja, bla bla. War das hier in der Mitte? Oder wir sind ja schon halb fertig hier. Aber es wird noch schwerer auf jeden Fall. Schwerer mit I. So. Ah, man kann auch einen Superstart machen. Das wäre blöd. Na egal, ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Verzieht euch alle! Ich hasse das voll, wenn man den hinten drauf fährt, wenn die so wackeln. Können wir ausrasten. War knapp. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier schneller ist, wenn man über die Rampen drüber fährt oder nicht. Ich lass es mal sein. Ah, bitte! Ich habe mich gerade ein bisschen angehört wie... Oh Gott, wie heißt der? Uwe? Uli? Keine Ahnung von Cold Mirror. Ah! Seh dich, du Fixer! Ja. Ich hab's noch hingekriegt. Ah, schön. Gut, dann machen wir jetzt hier das Goldrelikt. Ich werde jetzt aber erst nochmal speichern schnell. So. Ja, los. 20%. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes bekommen. Ah, Doppelsprung vielleicht noch irgendwann. Ach genau, hier wollten wir ja jetzt noch das Goldrelikt. 45 Sekunden ist für Gedöns. Saphir. Ich versuche das jetzt direkt von jetzt anzuholen. Ohne die vorzulassen. So, es wäre natürlich ganz... Oh, fuck. Wäre natürlich ganz gut, wenn man wüsste, wo hier die Kisten stehen. Hier ist schon mal keine, um zu wissen. Auch keine. Und auch keine. Fuck. Wollte ich gar nicht hochfahren. Da sind welche. Schön ist aber, dass sie die Position beibehalten. Was krieg ich? Yay, Gold! Wunderschön. 40-40. Direkt beim ersten Versuch. Das ist schön. So, ich trinke noch mal was. Ich muss das euch damit jetzt leider belästigen. So. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, Tomb Time. Oder Tomb Time. Ja, ne? Machen wir direkt. Müssen wir ja. Aber... Diese Level sind mir auf jeden Fall noch lieber als die anderen Kanal-Ägypten-Level.
Hallo Leute, Dingo Dial mein Name. Ich soll Uka Uka und Cortex, die Kristalle der Eiszeiten, bringen. Also, her damit und verzieht euch, oder ich mach euch alle. Ja, da war eine sehr nette Ansage. Ja. Aber das müsste ja eigentlich auch. Oder braucht man hier? Ich glaube, hier braucht man einen lilanen Edelstein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mutschi, Mutschi. Hier steht übrigens, wenn man hier drüber läuft, Neocortex. Und hier haben wir schon das Bonuslevel. Neafix. So. Ich glaube, wir kommen sonst gar nicht hier oben hin. Nee. Das war gut, dass ich das so gemacht habe. Gut. 27 Leben, Alter, was geht? Also die verlieren wir alle noch. Das, da bin ich mir sehr sicher. Das Blöde ist, diese kleinen Äffchen schmeißen Steine auf uns. Oder sowas. Guten Tag. So. Hier. Entweder wir laufen einfach nicht durch das Licht. Oder wir müssen so kriechen. Weil da kommen so Giftpfeile aus den Wänden. Wie das auch so damals in der Pyramide so war. Oder auch heute noch ist. Da muss ich mir auch nochmal eine Doku oder so angucken. So Fallen in Pyramiden und so. Wie die Pyramiden an sich aufgebaut sind und so. Aber das finde ich schon irgendwie interessant. Jo, lilaner Edelstein. Na gut. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Aber ich glaube, man kann auch das rückwärts machen. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, das ging ja hier alles schön fix. Ach, genau auf Null rausgekommen. Hier sind diese ollen Kisten an der Decke, ne? Als ob ich das nicht sehen würde. Guck mich nicht so an. Und zwar würde man hier, glaube ich, wenn man jetzt weiter nach links geht, kommt man da hin. An diesen anderen Gang, wo man den lilanen Edelstein eigentlich braucht. Ich glaube, da kann man so hinkommen. Aber ich mach's nicht. Weil ich das nicht kann. Und so weiter. So, dann sind wir hier auch schon fertig. So, was kommt jetzt? Oh, Midnight Run. Noch ein Rennlevel. Hihi, die mag ich. So.
Wir gehen es jetzt wieder langsam an. Erstmal schön gechillt. Hey! Weil wir wollen ja alle Kisten holen. Da habe ich alle bekommen. Ist immer blöd, wenn man in so ein Viererpaket reinläuft. Das kann oft mal passieren, dass man da nicht alle Kisten bekommt. Okay, dann müssen wir nach oben. Nein! Okay. Da brauche ich Anschwung. Anschwung! Nein! Nicht in den Checkpoint. Heieiei. Okay, da muss ich mit Schmackes dann runterlaufen.